So, herzlich willkommen zurück zu einem neuen Let's Play The Division. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Es geht weiter, wir machen jetzt Midtown East unsicher. Beziehungsweise wir waren jetzt schon, das ist der Part 2. Fangen wir mal an mit den Agentenspuren. Wir sammeln jetzt die ganzen Objectives ein. Und hoffen, dass es halt recht gut durchgeht. Da müssen wir mal gucken, was jetzt eigentlich alles noch offen ist. Haben wir jetzt eigentlich schon alles? Hier rein. Laut. Dann ist eine Agentenspur. Das ist keine Übung. Ist hier schon drin? Laut Aufzeichnungen ist dieser Bereich sicher. Des sicheren Bereichs. Siebter von 10. Ja, wir haben ein bisschen was übersprungen, weil ich da was gesehen hatte. Durch die Wand durch. Ein bisschen kann man das ja halt auch schon absehen. Tatiana Atkins. 18 von 20. Sie betreten einen sicheren Bereich. Also wenn wir das Spiel irgendwann mal durch haben, dann ist es wahrscheinlich nochmal ab und zu ein Livestream. Da könnt ihr dann auch das mal live miterleben, wie der ganze Shit hier abgeht. War vielleicht auch mal ganz interessant. Boah, nichts getroffen, ey. Mein Gott. Hui. Werkzeug sammeln, Stoffe sammeln in dem Überlebensmodus ist der heftige. Ich habe das mal gemacht, habt ihr das mal gemacht? Bis am Ende dann halt eine schöne Überraschung mit Huntern. Da reißt man sich den Arsch auf und naja. Cookie hat letztens mal ein bisschen nachgeforscht. Die Überlebensrate liegt wohl scheinbar bei 14%. Also wir hatten es wirklich geschafft, bis zum Ende durchzukommen, aber dann. Hier kann man rein. Das ist bestimmt eine Treppe, wir nicht. Dann raste ich aus. Da ist eine Treppe. Die können wir aber nicht benutzen. Hehehehe. Vielen Dank, Spiel. Hier auf der Seite sogar noch so ein Ding, was wir einsammeln müssen. Aber wir müssen uns überlegen, den Weg müssen wir wieder zurücknehmen. Oh oh. Hier ist es noch Werkzeug. Ja, ich habe es gesehen. Das, wir sind jetzt dran vorbeigelaufen.
So, da. Handy. Das ist alles sehr frustrierend. Ich kenne in New York Dr. Amnes Gordon, ist Kollege. Er war vor vielen Jahren ein Jahr bei Vector. War sehr produktive Zeit. Er sehr interessiert an meiner Arbeit, ein gefährliches Virus zu nehmen wie Ebola und zu verändern Genom, um es weniger tödlich zu machen, aber mehr aggressiv. Am Ende wird die harmlose Variante die gefährliche verdrängen. Das ist zumindest die Idee. Damals war es nur Theorie, aber heute mit technischen Möglichkeiten konnte man es vielleicht schaffen. Ich wollte Dr. Amnest sprechen und hören, was er davon denkt. Ich habe ihn angerufen, aber er hat nicht gemeldet sich. Ui. Scheiße, wo sind wir hier? Laut Aufzeichnungen ist dieser Bereich sicher. Wo geht's hin? Nach oben oder nach unten? Ich hoffe nach oben. Warnung. Sie verlassen jetzt den sicheren Bereich. Nee, das ist definitiv unten. Wir entfernen uns so weit. Muss ja hier irgendwo sein. Ei, da muss man aber suchen. Mein Gott, Feigling. So, jetzt müssen wir eine Etage nach oben. Komm schon. Das kann doch jetzt nicht euer Ernst sein. Die Dinger sind ja auch alle verstrickt hier. Gehen wir nochmal hier eben hoch. Das
hatten wir schon einmal. Muss ich nochmal so orientieren, aber das ist so scheiße. Die Drohne wird ja auch nochmal ein Spaß. Draußen. Fenster. Mein Gott. Sechsundzwanzig. 28. Aha, fehlen jetzt echt noch zwei Stoffe. Da ist er. Der Überlebensratgeber. So. Vier fehlen noch. Interessant. Von hier draußen dorthin. Von 16. Uiuiui. Ist das hier auch irgendwo drin? Sieht eigentlich nicht so aus, ne? Aber unten. Auch nicht viel besser. Jetzt muss ich hier einen ganze Runde drehen oder was ist das jetzt hier? Ah ja, ich hab's gesehen. So, Runde. Ida Costa, Urban Explorer. Und ich muss aus dieser Stadt raus. Es ist wie, ich weiß nicht, die Leute drehen durch. Ich bin bei Abels und es gibt keine Einkaufsbummler. Nur Plünderer. Die Fenster sind alle eingeschlagen und die Leute nehmen sich, was sie wollen. Sie lachen, sie schreien, sie streiten sich wegen nichts. Wo sind die Bullen, die Ordnungskräfte? Ich habe mich immer für eine Anarchistin gehalten, die dem Staat den Finger zeigt und gegen den Status quo kämpft. Ich habe
habe für Occupy Wall Street im Zuccotti Park gezeltet und gegen den G7-Gipfel protestiert. Aber das hier ist einfach traurig. Eine Frau auf der Straße blutet und weint und niemand hilft ihr. Und ich kann es auch nicht, denn wenn die Plünderer mich sehen, weiß ich nicht, was sie mir antun. Ich sag mal, wollen die mich jetzt hier übelst verarschen oder was? Was ist das für eine Scheißkarte hier? Alter. Straßenbarriere, jetzt sitzen wir hier 15 Minuten dran. Noch nicht geschafft, oder? Armanlagen hier. Das ist echt genial gemacht. Wow. Die scheuchen einen ein, aber auch durch die Gegend gerade, ey. Mann, ich hab das Scheißding noch aufgemacht, oder nicht? Ich? Mein Kostüm habe ich selbst gemacht. Ich habe ihnen Kevlar abgenommen und zusammengenäht und eine Maske und ein Cape gefertigt. Ja, das Cape war nicht so gut im Kampf, also habe ich es nach einer Weile abgeleckt. Doch immer habe ich den Feind daran gehindert, Unschuldige anzugreifen und sich an den Schwachen zu vergehen. Und der Reiker, der versucht hat, mir zu meiner Wohnung zu folgen, ja. Ich bin sicher, ich habe ihn abgehört, bevor ich... Augenblick. Was war das für ein Geräusch? Ich bin gleich wieder da. So, über mir irgendwie. Ist jetzt hier noch irgendwas? Wo ich hier wieder runterrennen muss? Mann! Mann, 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 Mann! Sag nicht, ich komme hier nicht raus, ey. Was ist das hier nur für eine verfickte Kacke, Alter? Das hier.
letzter Verteidiger von Wahrheit und Gerechtigkeit zu sein. Die Zeit ist gekommen, um Hang und Maske anzulegen, auf die Straße zu gehen und den Bösen zu bestrafen und die Unschuldigen zu verteidigen. Da musste schon die Donnergrippe, das grüne Gift kommen, um meine latenten Kräfte zu aktivieren. Aber ich wurde unzerstörbar. Ich wurde zum lebendigen Symbol der Stadt und habe geschworen, sie zu schützen. Rikers, das LMP, die komischen Typen mit den Flammenwerfern, sie alle habe ich im Namen der Gerechtigkeit bekämpft. Und dann? Stoffladen? Hier war ich doch auch schon, ey. Oh, schon wieder irgendwie über mir. Ein Glück. Die Nachrichten machen mich wie unruhig. Das DCD sagt, es könnte Pokenvirus sein. Aber lebende Kulturen gibt es nur an zwei Orten in der Welt. Beim DCD und bei Viktor in Sibirien, wo ich arbeite. Ohne nötige Sicherheitsfreigabe an Virus ranzukommen, ist sehr schwer. Wenn tatsächlich Poken, dann muss es Verbindung geben zu DCD oder Vector. Vielleicht kenne ich Täter sogar. Das ist sehr schlimm. Dr. Arnest hat immer noch nicht gerufen zurück. Ich hoffe, er ist gesund. Ich möchte gerne besuchen, aber ich darf Konsulat nicht verlassen. Ich bin zu wichtig für russische Interessen, sagen sie. Dörfkaschasta. Oh, der war schon nicht schlecht. Das war ein Agent. Ein Abtrünniger. Genug danken. Ob man diese Sachen eigentlich auch doppelt und dreifach tragen kann? Wir bringen noch jemanden um. Verdächtiges Verhalten den Soldaten des Last Man Battalion. Helfen Sie uns, sie zu schützen. Helfen Sie uns, sie zu schützen. Ist auch nicht schlecht, ey. Wir müssen unsere Ressourcen bewerten und unser Einsatzziel definieren. Letzteres ist klar. Wir müssen die Kontrolle wieder übernehmen und mit den verbliebenen Ressourcen können wir uns keine halben Maßnahmen erlauben. Jeder Soldat zählt. Jeder Soldat ist eine kritische Ressource. Es gibt keine Verstärkung, es gibt keine Luftunterstützung. Wir arbeiten langsam und stetig. Wir sichern die Stadt Sektor für Sektor und dann halten wir sie auf Gedeih und Verderb. Sie müssen alle auf der Höhe und bereit sein für rasche Entscheidungen. Es ist besser, Unschuldige zu erschießen, als Schuldige laufen zu lassen. Und es ist besser, zuerst zu schießen, als selbst erschossen zu werden. Auch wenn man nicht absolut sicher ist. So gewinnen wir diesen Krieg. So retten wir diese Stadt. Kollateralschäden sind zu erwarten. Da ist er, der riesentoller Abtrünniger. Aaron Keener, der hat sich's hier gut gehen lassen.
So, dann mal wieder raus hier. Schön in einem exklusiven Look. Sie betreten einen sicheren Bereich. Warnung, Verlassen des sicheren Bereichs. Warnung, ja. Danke. Jetpack. Oh Scheiße. Ich bin. Ich höre, wollen die Passway in eine Gedenkstätte verwandeln. So, 75 Meter. Oh, das sind schon wieder LMBs. Ach ja, unser Vitali. Mein Vortrag auf Konferenz wurde verschoben. Wie gesamte Konferenz. Das ist nicht Überraschung. Russisches Konsulat hat mich bestellt. Ich soll hier im Konsulatsgebäude bleiben. Bis Krise vorüber. Es ist sehr komfortabel. Viel mehr als mein Hotel sogar. Aber man fühlt sich ein wenig wie Gefangener. Ich denke, es wäre besser, mich bei der Erforschung von grünes Gift einzusetzen, wie man Virus hier nennt. Ich konnte mit denen zusammenarbeiten. Ist fast so wie in schlechter alter Zeit. Aber ich habe Telefon und Internet und versuche zu bleiben auf dem Laufenden, wie sich Dinge entwickeln. Vielleicht kann ich helfen von hier aus. Dünner. Hier ist ja was los. Ich bin Vitali Tscharnenko, Arzt und Virologe. Ich lebe in Novosibirsk in Russland. Ich mache Aufzeichnungen für dieses Tagebuch, um die Ereignisse in New York City nach dem Ausbruch der Dollar-Grippe zu dokumentieren. Ich habe Glück, jetzt in New York zu sein, da ich auf Konferenz im Sinai Hospital einen Vortrag halten sollte. Ich hoffe, ich kann mich in dieser Krise irgendwie nützlich machen. Ich habe, wie man sagt, gemischte Gefühle. Man will nicht, dass andere leiden müssen, aber für Virologen ist eine exzellente Möglichkeit zu lernen. Das Erste schließt nicht aus Zweites. Oh, ich sollte hinzufügen, ich spreche diese Sprache nicht gut, aber da kaum jemand hier spricht Russisch, werde ich sie benutzen. Erfinder. Chiffre Schlüsselfragment. Wow. Lobigung freigeschaltet. Das war der letzte Agent. Weggepurzt. Checker Rucksack. Wo haben Sie den her?
Von einem Freund? Oh mein Gott. Kommt mir bekannt vor. Wo wollen Sie damit hin? Über die Mauer? Wirklich? Passen Sie auf, was Sie da drin finden. Und mehr noch, was Sie wieder mit rausbringen. Oh mein Gott, was war das denn für eine Begegnung hier? Aaron Keener. Wir sind ein Vorbild. Und April. Das war ja schon krass jetzt, also sorry, aber... Sorry, jetzt ein bisschen geflasht. Hallo. Oh, wieder irgendwo hochklettern. Bitte melden Sie verdächtiges Verhalten den Soldaten des Last Man Battalion. Helfen Sie uns, sie zu schützen. Jetzt müssen wir irgendwie einen Weg nach oben finden von hier. Noch ein. Noch ein. So, dann haben wir jetzt im Endeffekt nur noch eine Drohne. Und dann sind wir hier auch durch. Mein Glück, die Drohnen sind oben, nicht im Keller. Die hauen einen echt immer die Hälfte der Energie weg, ey. Muss man aufpassen. Wir sollten die Stadt schnell abriegeln. Achtung, Feind! So. Sehen's da wunderbar? Mal gucken, ob... Oh, ist das klasse. Da hängt sie. Unglaublich. Wir haben's, wir haben's, wir haben's. Jetzt ist die Frage, wo ist der Rest? Wo ist der Rest? Alles klar. Säubersand müssen wir auf jeden Fall nochmal. Dann reisen wir schon mal hin und dann machen wir mal einen Cut, ne? Vielen Dank auf jeden Fall fürs Einschalten und ich freue mich auf jeden Fall, wenn du das nächste Mal dabei bist. Wenn es wieder heißt The Division 100%.
ne? Und ja, also noch, wie vorhin schon einmal erwähnt, es wird noch Streams geben mit Live-Action und den richtig großen Herausforderungen, aber das schaffe ich alleine hier nicht. Und das sollte jetzt einfach nur mal so ein Walkthrough werden. Es ist alles möglich, ne? Vielen Dank, bis dann.